Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Factorates! Wir haben die Introduction completed, also Tutorial, Introduction, die Foothold und sind jetzt hier bei Inferno angelangt. Ich denke mal, es wird wärmer. Das ist eine Vermutung. Also, checken wir das mal ab. Das kommt mir noch immer irgendwie vor wie, weiß ich nicht, eine Tutorial, weil eigentlich ist ja das die erste Tutorial-Welt gleich auf den Asteroiden zum Kreis. Wir sind jetzt hier immer noch flachen Planeten. Vielleicht ist es dann hier. Naja, checken wir mal. Pressure Cooker, da wird das kassen, so ungefähr. Ich habe schon reingeschaut vorher, also gestern. Da ist gleich mal was nett gegangen. Probieren wir das jetzt einfach mal aus. Schauen, was wir tun müssen. So, inhospitable environment. Planet Venus is a nightmare come true. Conditions on the surface are so extreme that maintaining a base there is the most challenging colonization attempt possible. High atmospheric pressure, poisonous gases and soaring temperatures rule out any possibility of human persistence. Your only option is automated pods. Venus is, however, rich in resources. The only problem is that they are present in the form of rock that is too hot. You have to cool down the mining fields before mining them. Naturally, there is no ice. You will have to import it. Hast. Soweit mein Englisch es zulässt. Der Planet ist kacke. Stehen wir da ungefähr. Wirklich mit Menschen da was machen geht nicht. Deswegen haben wir Bots. Und er ist aber reich an Ressourcen. Und das, wir sollen die ausgraben. Aber das geht nicht, solange es heiß ist. Der Rock, wir müssen den cool down. Naturgemäß auf einem heißen Planet gibt es kein Eis. Das heißt, wir müssen das importieren. Construct the Spaceport. Schon mal normal. Machen wir Spaceport. Spaceport. Spaceballs. So, wir brauchen hier ein Input, ein Output und Material. Oh, so, stellen wir so her. So. Kann ich da schon was machen? Anklicken mal, schauen. Ne, geht nicht. Komm, wir können beschleunigen. Wäre mal was für einen Entwickler, dass da nicht 2 steht, immer nur wie viel ich brauche, sondern auch jetzt 1 von 2 oder so. Dass man, manchmal sind es so viele, dass man nicht weiß, was man schon hat und was nicht. Now that you have a spaceport, you can start trading. Every trading mission requires hydrogen fuel for the rockets. So your first priority is to secure continuous flow of hydrogen supply for your spaceport. You have given some hydrogen supplies to begin with. Hello? Yeah. Start trading whatever resource you can and make hydrogen reserves for the spaceport. Dispose of the excess of oxygen created during hydrolysis. Unfortunately, it is not available. Valuable enough to trade for Hydrogen. Also das Oxygen, was ich produziere, ist für den Arsch. So, da habe ich gestern dann einen Scheiß gebaut. Also ich soll jetzt da, was soll ich jetzt machen? Genau gesagt, Select Trading. Das können wir schon alles traden. Da haben wir Iron, da haben wir Silikon. Ja, dann nehmen wir mal Iron for Ice. Mal kurz nachdenken. Ich brauche Eis, um Wasser zu machen. Und mit Wasser machen wir das an. So, schauen wir mal kurz. Wir müssen nur kurz hier irgendwo was hinbauen, weil das Problem ist, dass da oben fehlt mir noch einiges. Das heißt, wir werden hier jetzt mal die Mine herstellen. Ja. Dann kriegt man den Smelter dazu. Mal den Storage dann noch dazu bauen. Machen wir halt hierher, so. Nö, da. Ja, machen wir daher.
Sobald wir das Storage, glaube ich, haben, kommt das andere dazu. Oder? Ja, wir brauchen eigentlich auch den Smelter. Iron oder Iron Ore? Iron. Heißt, wir bauen einen Smelter. Bauen wir den Smelter daher. Und dabei sind. So, Smelter. Jetzt haben wir die Refinery. Gut, das heißt, wir importieren Eis. Eis kommt in die Refinery rein. Ich überlege gerade, wie ich da jetzt am blödesten vorgehe. Das hätte ich jetzt ja noch nicht braucht. Er braucht einmal Fuel. Er braucht Iron. Gut, dann machen wir mal so. Verbinden wir das mal. Was? Ah, das ist heiß. So. Die Mine darf das mal darüber schippern. Strom haben wir noch. In den Smelter. Der Smelter soll Iron herstellen. Iron wird da rein verfrachtet. Das verfrachten wir darüber. Jetzt hier aber kurz mal deaktivieren, dass da kein Scheiß passiert. Dann machen wir das hier. Dann kommt Eis raus. Wenn Eis rauskommt, machen wir noch eine Abzweigung dazwischen. So. Wenn Eis rauskommt, machen wir uns da einen Fabricator ran. So, das Eis wird Water. Den Fabricator hier ran. Aus Water wird das. Können wir hier mal Hydrogen filtern. Machen wir hier eine Lagerplattform her. Verbinden die auch. Dann Sette machen für Oxygen. Das was wir eigentlich nicht brauchen, laut eben. Oxygen ist ohne Menschen hier ja ziemlich für den Arsch. So, also. Mal da reinlagern. Hydrogen nach. Schauen wir mal, was passiert. Nehmen wir hier Iron für 19 Eis. Das sollte ja mal. Das sollte eigentlich halbwegs gut gehen. So, jetzt kommt da mal Eis. Mal 19. Ich habe ja noch nicht wirklich viel Platz, ist mein Problem hier. Das muss ein bisschen enger bauen. Sobald das gemacht wurde. Für 100 von den 16. 16, 32, 64, da brauche ich eh noch mehr. 64. 64. 64 und 32. Dann. So, hier. 64 und 32. Rechnen, warte, ich kann gerade nicht rechnen. ...96, wenn ich mich jetzt sichte. Ich habe mich da gerade total ablenkt. So, machen wir auch noch eins her. Ja, ihr könnt es gleich darüber, ihr braucht es ja gar nicht mehr durch. Strom geht aus. Drehen, das gleich stehen alles. So. Gehen wir dann auch daher. So. Also hier haben wir mal Oxygen. Als Hydrogen.
nur weg. Und das zerbrechen wir jetzt, so. Ab. Das war auch nicht mehr wirklich viel. So, langsamer. Gut, also der befüllt jetzt da. Wir haben 55, 56. Der befüllt das jetzt da. Okay. Der prinzipiell nicht schlecht. Deswegen aber jetzt bald voll. Das werden wir jetzt alles mal killen. Dann noch mehr reingeht. Ich bin ein Depp. Wieso mache ich denn das so blöd? Bot! So, wieder Platz. Ich kann gleich ins Schiff dann rein. Funktioniert das jetzt? Oxygen. So gut, das passt. Also müssen wir hier mal Gas geben jetzt. Eine zache Angelegenheit. Ist ja bald leer jetzt. Wo eins aus. Jetzt haben wir dann Loch. Sollte sich aber ausgehen eigentlich. Da wieder hin mit. So. So, Eis haben wir genug. Wollen wir mal herstellen. Das ist schon wieder, weil ich schon wieder sparen will. Und zwar doch. Na, läuft schon. Ist schon dahin. So, was müssen wir als nächstes denn machen? Die Welt schaut ja gut aus. Sind überall so unterirdisch alles. Da ist was ganz Heißes. So. Das heißt, wir müssen jetzt drei Freezer bauen. Machen wir mal abbremsen. So. Nehmen wir mal gleich Pause. Also, with enough supplies for Udogan, you can get to real business. To be able to extract resources from this land, you have to first build freezers on the hot ground. Supply them with ice once the ground is cooled enough, you can build mines and produce with your operations normally. ja. Also, Freezers, die waren da unten. Ah, Freezer. There's a Freezer. Nee. Ja, ist ein Breezer in der Freezer, hat sie mal geheißen. Ja, dann machen wir das hier. Nee, ist blöd. Ich muss ja mit dem Eis irgendwie dahin. Das Eis kommt da raus. Ja, da kann ich hier abbiegen. Kann ich da jetzt hin? Biege ich da am blödesten ab. Das kann man eh nur auf den. Ja, wir könnten. Wo kommen wir mit dem Eis jetzt am schönsten hin? Eigentlich nur nach unten weg und einmal da drüber, wo wenn wir das abreißen können. Fangen wir da an, da. Drehen wir das mal so, so, so. Das Coole ist, dass dem Bot nicht langweilig wird, dem Bot nicht heiß wird.
Weg. 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 Wenn man hier bockt, wo bist du? Da. Mal von da hierher machen. Dann hierher. Und dann hierher. Oh, kein Bild on Lava. Oh, das habe ich verschissen. Dann muss der weg. So. Immer so. Ja, das schaut gut aus. Hier mal stoppen. So. So. Darin. 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 Ja. Brechen wir kurz, dass da nicht gleich alles immer losgeht. So, machen wir mal. Cool ist, dass dem Bot nicht heiß wird. Wieso hat der keinen Strom? Oh. Wir haben da keine Verbindung mehr. Power Grid. Gut. Bauen wir mal selten, aber doch brauchen wir es, diese Stromdinger. So, Objectives haben wir. Ja, wie viel braucht er noch? Also verarschen, das Silikon ist genau drunter. Ja gut, dann werden wir mal hier mal wieder nachliefern. Da einschalten. Und werden wir das Eis umdingseln, umleiten. Mehr Bot, das ist zuschauen. Kannst du da runtergehen? Nein, kannst du nicht. Oh ja, kann er. Cool. So, cool down. Der kriegt nämlich auch immer viel mehr ab als die anderen. Warum auch immer. So, schau mal, was da passiert. Das müsste jetzt einfach abkühlen. Nur weiß ich ja nie, was da drunter alles ist. Oh. Bremsen mal. Export Silikon. 25 habe ich schon. Woher? Also. So, dann gehen wir mal her. Export Silikon. Ein Silikon. Or. Ne. Export Silikon selbst. Der will ja Silikon da haben, oder? Ja. Export Silikon for Ice. Das heißt, wir müssen das Or hier drin eh wieder zu Silikon machen. Ja. Okay, wir sind jetzt wieder. Wird sich mit dir nicht rausgehen? Also müssen wir zuerst abarbeiten. Scheiße, bei einem wäre sich's ausgegangen. So, so ein Scheiße. Okay. Wir brauchen einen, das werden wir abschalten. So, wir brauchen einen Mine. Hier. So, auch erstellen. Da hier. Der macht das Silikon.
ein Silikon. Der sollte das dann exportieren, eigentlich. Mein Problem ist, ich darf hier nicht auf das Eis vergessen, weil wenn ich das Eis hier weg habe, habe ich das Problem, dass dann ist Sense. Dann ist Schluss. Verstehe, wieso das nicht drauf geht. Zuerst das Iron machen. Also ganz schnall ich das jetzt hier jetzt nicht irgendwie. Wenn ich das jetzt einfach brach liegen lasse, ist für ein Hugo. Wir bauen seinen Smelter daher. Schicken das eine von hier alles dahin. Da wieder 100 Jahre. Iron darüber, du Trading, ja. Warte mal, stopp, ist das Export? Scheiße. Ist das Export ins Mutterschiff hier rein? Ich bin so ein Dumpfdödel. Echt. Warte mal. Wie viel Silikon wird man da zusammenbringen? 72. 100. 100. Zu wenig. Arsch! Das heißt, wir gehen hier mal weiter, stoppen da, lassen wir das da dann noch geschwind. Bleiben hier auf dem Silikon for Ice. Ich brauche irgendwo ein Eis-Zwischenlager. Ich brauche nämlich wirklich jetzt langsam, weil ich sonst das Problem habe, wenn das Eis irgendwann ausgeht. Und wenn ich da nicht aufpasse. Brauch's Eis aber fürs Hydrogen. Und nochmal Silikon. Langsam! Zu schnell.
Jetzt werden wir ein bisschen anstauen mal. So, das heißt, ich muss das jetzt irgendwie darüber bringen. Wie kriege ich jetzt das darüber? Kann man das noch drehen jetzt? Ja, kann man. So, dann gehen wir daher. Probieren das mal so. Mit dem daher gehe, mit dem daher. Was Blödsinn. Das ist ja kompletter Schwachsinn, was ich da schon wieder mache. Ich muss ja durch den Smelter jagen. Aber das macht nichts. Ich könnte mir ja noch einen Smelter da herstellen, der nicht für Treibstoff gebraucht wird. Den kann ich ja theoretisch jetzt umbauen. Immer wieder. So, der macht jetzt Iron. So, jetzt schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ja, das war's. Das ist ja sehr lässig, das Ganze da. Mit dieser Eisteile. Vor allem brauche ich noch einiges an Eis. Mal kurz bremsen. Geht sich das eh aus? Mir geht nämlich das alles aus da jetzt. Jetzt muss ich mit dem da abbiegen. Das muss sicher mal ausgehen, ja. Ja, geht sicher aus. Sollen wir da mal bremsen? Oh, da gibt's wieder Iron. Wie schön. Wird jetzt ein bisschen ein Rumgewurschle. In welche Richtung ich da was mache. Ich würde das eher so machen, nämlich. Wir werden noch nicht mehr genug Eis jetzt haben für das. 15 Roten. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich meine, der werkt jetzt eh am Iron. Und 300 wird aber wirklich hart. Wir brauchen aber nach wie vor immer die Versorgung mit Wasser und mit Hydrogen. Sonst haben wir das Problem, dass wir keinen Treibstoff mehr für das Zeug haben. Deshalb würde ich hier auch gern ein paar halten. 4 ist für einen Flug. Immer 8. 8 soll er halten. So. Okay. Wir basteln. Wir basteln. Dauert nur ein bisschen. So. Also, wir könnten hier unten das Eisen abbauen. Ein bisschen weiter schicken hier. Jetzt haben wir schon das nächste Problem. Wir haben jetzt hier nichts mehr zum Abbauen. So, das heißt, wir müssen jetzt das Silikon wieder darüber nach hinten rüber schicken.
fehlt denn da? Viel zu viel. Okay. Bot! Mind this. Weg. Silikon und der explodiert eh Silikon auch. Okay, dann müssen wir das jetzt abbauen. Brauchen dann anscheinend etwas mehr. Ein bisschen gar viel mehr. Fläche, was wir frei haben. Sprich, da muss Eis rein. Jagd. Wäre ich schon froh, wenn das jetzt bald explodieren wird. Bald explodiert es jetzt. Dann muss das Eis wieder wohin. Fuck! Ja, die 5 von da müssen noch weg. Ich hoffe, das verfault man nicht alles. Dann noch so ein Ding reinbauen. Platz! Okay. So. Weg. Eis, Eis. Nein, weg. Eis. Eis. So, wenn wir hier mal Eis reinschöffeln. War für Metall. Der buddelt gerade Silikon dahin. Ich muss auf jeden Fall das Eis halten, damit ich im Notfall das Hydrogen rauskriege. Das ist immer das Wichtigste jetzt gerade für mich. Muss man dann beschleunigen. Mal sich aus. Ist zwar jetzt nicht die beste Wahl, aber ich möchte hier mal, dass ich hier vorbeibauen kann. Ich könnte hier nämlich schon herbauen, wenn. Ja, eigentlich finde ich eigentlich eh wurscht. Oh, aber trotzdem. Das mal weiter. Ich muss, darf das nur nicht gleich alles abernten da. Ich brauche ein bisschen Wege, um da irgendwie hin und her zu kommen. Das will ich nicht. Oh, ja, was war das? Wieder retour. Nächste Eislieferung. Zack, kommt. Stopp. Man muss sich ein bisschen im Kreis. Wird schon gerade ein bisschen anstrengend. Die Richtung, die Richtung, die Richtung, ja, die Richtung passt. Weiter. Das springen wir. Das auch. Das auch. Bald der voll ist da. Können wir theoretisch
hier eine Mine herstellen. Oh, warte mal. Stopp. Bin ja mittlerweile schon ein bisschen drin. Wir brauchen da auch eine Mine, weil die sorgt wieder für Nachschub. Da sind noch ein paar herin, aber nicht mehr so viele. Geht aber. Wenn der weg ist und der, je nachdem wo Eisen kommt, werde ich das Eisen hier abbauen, wird das mal da durchschippern. Der darf das derweil machen. Der darf derweil weiter Hydrogen produzieren. Wobei ich da fast schon sagen würde, aber dass ich den hier. Na oh ja, nee, Eisproduktion muss ich am Laufen halten. Das hilft mir nichts. Eisen! Sehr gut. So, mein hier. Leisen haben wir schon. 39. Geht ja da hier, oder? Das ist ja fast viel. Machen wir hier. Arbeitsteil her. Hier. Passt. So viel wie läuft. Also der sollten da jetzt eigentlich. Also ich hätte mir das so gedacht, ich spezialisiere mich auf eine Resource zuerst. Und werde mit der einem dann schauen, dass ich das voll kriege. Und dann die zweite verwende ich derweil fürs Smelten. Dann nehme ich die, was ich schon genug zum Exportieren habe. Und verwende die dann zum Verharzen da. Sprich, ich explodiere jetzt das ganze Eisen, dann verharze ich es nachher als Eisen, wenn ich es nicht mehr brauche. Schön, so gefällt mir das. Seppert jetzt, weil ich eben zwei Linien brauche, die wegmache, drei Linien. Die Eiszufuhr. Nach der Eiszufuhr brauche ich das Rohstoffzufuhr hier und das zum Exportieren da drüben. Bam, Silikon, Arsch. Arsch mit Ohren, sowas aber auch. Kann man da eigentlich nach unten weiter graben? Nö, ist zu dick. Ja, das können wir jetzt aber. Mal das machen. Weil dann passt die Versorgungslinie dabei. Nein, los! Schneller, schneller, schneller! Wenigstens ist alles klein, der kleine Bot muss nicht so weit. Ich meine, ich könnte mir einen zweiten Bot holen, aber es ist gerade irgendwie Ressourcenverschwendung fast schon. Weil der eine macht eh alles. So. Dann, was machen wir? Den will ich nicht abbauen. Dann hätte ich gern hier eine Mine. Die soll hier rüber darauf gehen. Gesichert!
jetzt blöd, wenn ich zwei Resources brauche zum Exportieren etc. Das ist immer ein bisschen deppert. Weil ich da wirklich voll aufpassen muss. Alter, perfekto! Perfekto! Da bauen wir natürlich noch eine Mine her. Lass mal lieber gleich deaktiviert, das wird sowieso nichts mit den Anbindungen. Oh, schon gut aus. Okay, ja. Bauen wir doch noch einen her, ist ja wurscht. Noch einen Botmeerkring. Ich würde nämlich ehrlich gesagt dann. Hier machen wir einen Reiter hier. Blödesten. Ja, machen wir hier weiter. Können wir wieder wegspringen, brauchen wir den Bot. Stopp! So, das passt, das haben wir auch. Das läuft noch. Beide hakeln's da dran, los. Andere Richtung, so. Er hat noch 50. So, was kriegen wir denn noch jetzt ran? Silikon! Was sonst? Hinten läuft alles soweit. Solange das noch rennt, kriege ich mal Nachschub. Das ist schon mal was. Ein bisschen haben wir noch. Auf der Innenseite habe ich kein Sonnenlicht, das funktioniert mal gar nicht. Auch gut zu wissen. 78 erst! Leck, Arsch! Eieiei! Okay, das. Ich brauche mehr Minen. Kann man den Brocken hier nachher nicht mehr wirklich ran, glaube ich. Das heißt, ich muss da ein bisschen drin. Okay, also ihr seht es einmal ungefähr, oder was ist ungefähr? Ihr seht es, wie es funktioniert. Hast du für wie, ich werde das jetzt weitermachen. Werde aber jetzt die Aufnahme mal kurz pausieren, weil ich jetzt die ganze Zeit, glaube ich, nur am Freezen bin. Und das ein bisschen langweilig werden wird. Was so viel heißt wie, wir sehen uns gleich wieder. Sobald man bei einem Export, also wie ich exportiere jetzt das Stahl. Wenn Stahl exportiert ist, jetzt machen wir mal pausieren da kurz. Wenn Stahl exportiert ist, schicke ich ihn weg. Gibt es den Export-Knopf dafür dann? Der ploppt dann da im Ding-Menü drin, meistens so hier. Plopp, Export. Sobald ich das habe und beim Silikon gegen Ende komme, werde ich da die Aufnahme wieder einschalten. Ihr werdet hier wahrscheinlich dann ganz viele Löcher sehen. Das macht aber jetzt nichts, weil, ja, ist halt so. Und bei euch wird es genauso ausschauen. Also, bis gleich. Puh, jetzt wird schon ein wenig kompliziert. Das richtige Management hier macht irrsinnig viel aus von dem Ding aus. Ich fahre oben in Eis hier vorbei und muss hier an den Brocken entlang. So. Zu meinem Versorgung von Silikon kommen. Das ist gar nicht jetzt mal so Ding, weil an die Steine was heiß sind, kann man nicht bauen. Also ich komme auch an den jetzt nicht ran. Aber wie ihr seht, ich bin am Werken.
Ich habe jetzt gerade die Versorgung wieder hergestellt. Jetzt haben wir hier wieder die Silikon. Das wird wieder zu Eis. Eis kommt wieder her. Macht das alles weg da. Und hier haben wir auch dann schon Iron. Das brauche ich für den. Der ist jetzt abgekappt. Das geht jetzt aber nicht anders. Da komme ich jetzt nicht vorbei. Aber wie ihr seht, es geht halbwegs. So, ich wollte euch das nur zeigen, ihr müsst auf jeden Fall in die Vertikale bauen. Ihr kommt sonst anders an dem ganzen Zeug hier nicht vorbei. Tut mir das nicht wirklich. Okay, na dann, wir sind jetzt mittlerweile zwischen Status-Update und Iron Export bei fast 90. Ist nicht viel, aber ich kann das auch gar nicht abbauen, weil sonst bricht man das weg. Ich muss euch das Eis produzieren. Also bis gleich. So, wir sind bei 293 Export Iron. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was abgebaut. Es ist jetzt nicht so selten. Ja, ursprünglich hätte ich mir gedacht, das wird wesentlich mehr. Aber es reicht so. Eiszufuhr zurück hier melden ins Mothership. So, wir haben es geschafft. Export! Was? Jetzt müssen wir mal Silikon wieder exportieren. Jetzt drehen wir das mal an. Gut, jetzt geht's wieder an. Jetzt kann ich wieder irgendwie hier versuchen. Drehen wir dann mal ab. Ah, okay, gut, die Weiche kaputt. Der exportiert hier jetzt mal nach wie vor Eisen. Das ist hier schon mal gut. So. Jetzt müssen wir Silikon dazu bringen, da reinzugehen. Das heißt, du wirst jetzt auf jeden Fall mal Silikonohr herstellen. Da können wir mal alles destroyen, was auf den Weg kommt. So. So, das heißt, der braucht Silikon. Das heißt, es geht jetzt wieder los. Was aufzuholen? Okay, vergiss. Wurscht. Ja. Wir haben viel Silikon hier. Die Frage hier in der Welt ist wirklich nur größtenteils wirklich die Frage, wo fängt man an, dass man sich nicht selbst irgendwie einen Weg verbaut. Wenn ich hier jetzt anfange, geht das rüber, sollte dann noch wieder reingehen. Der, warte mal, Moment mal, Moment, Moment, Moment. Nein, abbrechen, Abbruch, Abbruch! Wir brauchen Silikon, das ist der verbaut Eisen und der verwurschtelt Eisen. Okay, sehr gut. Das heißt, wir werden hier schauen, dass wir noch einen Weg rüber hinkriegen. So. Damit wir das Eisen abbauen können, rüber transportieren. Sollen wir hier wegreißen? Sicher selber. So, und der Weg hier geht in das Zeug da rein. Okay, da werden wir da nochmal umschalten. Ja. Damit, weil der im Endeffekt braucht jetzt noch ein bisschen. Nee, warte mal. Oh ja, Silikon vor Eis 19. So. Silikon. Und da ist Silikon. Das ist jetzt sehr fragwürdig, warum das jetzt wieder nicht geht. Wurscht. Destroy nochmal alle Materials. Ist egal. Gehen wir auf Eisen. Eisen hier. Iron Trade. So, das heißt, wir brauchen jetzt Iron. Deppert, das ist eine lange Schlange. So, das heißt, wir werden jetzt mit Iron hier weiterhin das Hydrogen und das Oxygen, was wir nicht brauchen, herstellen und um Eis zu importieren. Und werden jetzt Silikon versuchen, in die Base, ins Mothership reinzukriegen.
Der müsste eigentlich fast voll rein. Wir werden mit Iron hier anfangen. Ich glaube, ich werde das abreißen. Ich komme da ja eh nicht wirklich mehr hin. Ich meine, ich komme schon hin, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich kann ja auch hinten rundum gehen. Das ist ja nur eigentlich ein kleiner See. Gut. Okay, Leute, ich mache das gleiche jetzt mit Silikon. Dann sehen wir sich wieder. Wie gesagt, ich kürze das hier deswegen ab, weil es ist wirklich jetzt die ganze Zeit das gleiche. Ich baue eine Station, die ist leer, ich baue die nächste. Mehr mache ich nicht. Und somit sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, es geht dem Ende zu. Wir sind beim Silikon. Ich habe jetzt das gleiche gemacht wie sonst immer. Ich habe jetzt einfach nur nacheinander abbauen, versucht, das halbwegs strategisch richtig zu machen. Und ich denke, mit die zwei 46 und 61, mit die zwei sollte sich das ausgehen. Bin auch schon gespannt, ob die Mission dann damit zu Ende ist, weil eigentlich dreht sich die ganze Mission nur um das. Und ich denke mal schon, dass das jetzt fertig ist. Es wäre vielleicht besser gegangen und nicht nur mit einer Smelt-Ding, was reingeht, und eine, was die Resources fürs Hydrogen besorgt, aber jawohl, geschafft! Leute, wir haben's! Die nächste Mission erledigt. Geht hier wirklich nur um taktisch klug aufbauen. Man sollte sich halt selber nicht den Weg abschneiden, ich habe das jetzt hier gemacht, aber da war es mir schon wurscht, weil ich wusste, ob das geht sich aus, weil ich hier genug aufdeckt habe. Guter Tipp, deckt zuerst einiges am Feld auf, so damit, wenn ihr es abbaut, euch nicht den Weg abschneidet. Wir können nämlich auch diese Belts nicht an die Seiten bauen, wo noch Metall, wo noch Lava ist. Ihr müsst wirklich schauen, dass das halbwegs hinkommt, ja. Wenn ihr euch den Weg abschneidet, habt ihr irgendwann ein Problem. Ihr könnt euch hier auch komplett ausgrenzen, dann geht die Mission gar nicht mehr. Ich denke mal, wenn man keine Ressourcen mehr hat, was abzubauen und sich hier ausgrenzt hat, dann schaut das Arsch mit Ohren aus. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Also, wir finishen die Mission. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber dann gemeint, nicht vergessen. Dann geht's weiter in Inferno Rescue Mission. Ich freue mich schon, das Spiel macht viel Spaß, ich spiele es gern. Es dauert aber immer, ihr seht das Video mit einer Stunde, Stunde 15, was weiß ich, aber es dauert schon viel länger. Ich bin hier jetzt auch sicher 2,5 Stunden gesessen. Also nicht böse sein, wenn mal wirklich eine Folge, nicht jeden Tag eine Folge kommt, aber das geht sich mir in Real Life teilweise nicht aus. In dem Spiel, in andere schon, in dem halt nicht, ne? Aber ja, gut. Dranbleiben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.